Hallihallo, meine lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Food Haul von mir. Ich war gerade wieder eben bei Netto und habe unseren Wocheneinkauf gemacht. Und ich würde sagen, wir starten auch wie immer mit unserem Wochenplan. Und zwar habe ich auf der Liste stehen insgesamt 6 Gerichte. Wir haben einmal Hähnchenschnitzel mit Kroketten. Für mich gibt es wahrscheinlich Kartoffeln dazu. Ich bin jetzt nicht so der Kroketten-Fan, sage ich ganz ehrlich. Dann haben wir... Moment... Ich kann aber die Schrift von Christian nicht lesen. Einen italienischen Salat gibt es auf jeden Fall noch. Für den Christian gibt es dann wieder Salami-Baguettes. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich muss nichts mehr sagen. Dann gibt es ein Curry-Hähnchengeschnetzeltes. Das hatte ich ja, ich meine, gerade letzte Woche erst gemacht. Rezept habe ich euch wieder verlinkt bei Instagram unter Food. Genau, unter dem Highlight Food. Da findet ihr das. Dann habe ich noch für Freitag einfach nur Brötchen, beziehungsweise ein paar Sandwiches machen wir aus den Brötchen. Wir fahren wieder zum See und ja, meistens hat man da spätabends dann keine Muße mehr zu kochen. Deshalb bleibt die Küche kalt am Freitag. Dann habe ich noch auf dem Plan stehen selbstgemachte Pizza, die werden wir noch machen. Und Leberkäse mit Spiegelei und Buttergemüse. Buttergemüse habe ich noch in der Truhe. Genau, das gibt es auch noch bei uns. So, ich habe das Gefühl, ich bin hier so ein bisschen überbelichtet. So, müsste das gehen. Genau, jetzt würde ich aber sagen, wir fangen an mit dem Food Haul. Ich habe ziemlich viel, was in die Truhe muss. Und deshalb fangen wir jetzt an. Ich habe zweimal geholt von Koppenrad und Wiese. Jeweils 9 Weizenbrötchen muss ich gleich in die Truhe packen. War im Angebot für 97 Cent, kostet genauso viel wie die günstigen von der Netto Eigenmarke. Und deshalb habe ich die mitgenommen. So, ich muss es vorab noch sagen. Ich war diese Woche mit Christian und mit der Celine einkaufen. Was das heißt, ihr könnt es euch ja vorstellen, es ist mehr als nur ein XXL, es ist ein XXXXL Einkauf. Normalerweise reicht die Fläche hier für das Eingekaufte. Heute habe ich sogar hier noch Sachen stehen, weil es einfach so ultra viel ist. Yes. So, als erstes hat der Christian sich ausgesucht. Diese Mini-Choc-Eisteile ist ja wie Magnum nur in Mini. Genau, nee, ist wie Magnum und in Mini, das wollte ich sagen. Ach, ist ja auch egal. Dann hat sich die Sophie ausgesucht. Diese Weltraumfahrt-Eisteile, die schmecken echt gut. Die haben auch gar nicht wenig Kalorien. Da gönne selbst ich mir ab und zu mal eins. Die sind echt mega erfrischend, wenn es so heiß ist. Und die Woche soll es ja wieder ordentlich heiß werden. Heute ist Sonntag, es geht, es hat sich ein bisschen abgekühlt, aber es wird noch die Woche. Yes. So, dann habe ich Joghurttrink mit Erdbeer und Banane mitgenommen, beziehungsweise es hat sich die Sophie ausgesucht. Ihr kennt ja unser kleines Verpackungsopfer. So, dann hat der Christian einmal mitgenommen Piccolinis. Genau, Piccolinis, 3 Käse. Und falls ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist der Nachbar, der ist gerade draußen im Hof. Genau. Dann natürlich einmal die berühmten Salami-Baguettes von Bistro für den Christian. Die müssen ja mindestens einmal in der Woche immer mit, wisst ihr ja. Dann haben wir noch Knoblauch und Kräuterbaguette mitgenommen, jeweils eins. Ich glaube, da kommt aber noch eins mit Knoblauch. Ja, genau, da ist schon noch eins, genau. Dann hat sich die Celine einen Joghurttrink mitgenommen. Und zwar ist das von Leichter Genuss Pfirsich-Maracuja-Joghurttrink mit 0,1% Fett im Milchanteil. Genau, stelle ich mir eigentlich richtig lecker vor, wenn es richtig schön gekühlt ist. Könnte gut schmecken, genau. So, dann habe ich mir was mitgenommen und zwar Frucht auf Joghurt, Mango. Wollte ich mal probieren. Gibt es ja auch, glaube ich, von Frub. Ich habe die noch nie getestet und deshalb habe ich jetzt erstmal nur eine mitgenommen, weil der mich irgendwie total angesprochen hat, ich es aber erstmal probieren möchte. Dann habe ich hauchfeine Scheiben Gouda geholt. Ich mache ja auf dem italienischen Salat auch immer so Schinken, Käsestreifen. Genau, und da ist es meistens besser, wenn es so dünne Scheibchen sind. Dann haben wir natürlich, wie immer, ganz viel Mozzarella gekauft. Ich glaube, ihm muss noch, ja genau, da ist er schon, insgesamt 4-mal Mozzarella für unser Selinchen. Dann dürfte Pizzakäse mit, da kommt, meine ich aber gleich noch eine. So, ebenfalls im Angebot war Butterkäse von Kerrygold, den hatte Christian da noch mitgenommen. Ich habe das Gefühl, jetzt wird es wieder dunkler. Ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen vom Licht her. Dann haben wir mitgenommen einmal Joghurt Mild. Ich habe schon wieder den Stichfesten gekauft. Meine Herren, ich lerne es aber auch nicht, ne? Ihr habt mir ja ganz viele Tipps gegeben, wie ich den Stichfesten doch einigermaßen schön cremig bekomme.
Aber ich könnte ja auch einfach den normalen holen, dann hätte ich ja das Problem nicht, ne? So, dann haben wir einmal Gouda, den brauche ich für einen Tortellini-Salat. Da sind wir eingeladen, nehme ich Tortellini-Salat mit. Das Rezept bekommt ihr auch bald zu sehen, kann ich euch schon mal versprechen. Dann habe ich einmal die ungesalzene streichzarte Butter, die kennt ihr ja mittlerweile von uns. Da war was im Angebot. Und zwar Rama Creme Fin. Ihr wisst ja, dass ich mittlerweile gar nicht mehr mit Sahne koche. Wenn, dann benutze ich immer Rama Creme Fin. Jetzt war das im Angebot für 67 Cent. Und da wir die öfters kaufen, dachte ich, jetzt schlage ich direkt zu und habe gleich 6 Stück mitgenommen. Mit 15% habe ich 3 und 3 Stück mit 7%. Am liebsten hätte ich nur die mit 7% gekauft. Gab aber nur noch die 3. Ne, 2 Stück genau. Und 4 habe ich mit 15%. Oh mein Gott. Ich labe heute wieder ein Quatsch vor mich hin. Das ist Wahnsinn. So, weiter geht's. Mini-Mozzarella-Stiften dann einmal mit. Dann haben wir einmal saure Sahne. Die brauche ich ja zum Kochen. Da ist dann auch das weitere Päckchen Pizzakäse. Dann haben wir einmal Almette mit Kräuter. Ich habe euch ja letztens gesagt, dass ich den so ultra gern esse. Jetzt war da so ein XXL-Teil im Angebot. Ich kann euch leider den Preis nicht mehr sagen. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Ich glaube 1,40 €, wenn ich mich nicht täusche. Dann habe ich einmal noch so eine normale Butter mitgenommen. Die brauche ich zum Backen. Werde die Woche auch backen. Also ich habe wirklich ultra viel Zeug gebraucht für Videos, die ich für euch drehen will. Dann sind wir eingeladen. Dann bekommen wir Besuch. Das heißt, ich stehe diese Woche wieder sehr viel in der Küche und dementsprechend ist es auch viel geworden. Aber ja, einige Sachen davon werdet ihr bald zu sehen bekommen. So, auf jeden Fall durfte ich wieder mit ja, der besagte oder berühmt besagte Latte Macchiato to go. Ich liebe sie einfach. Da ist schon, wird sich wahrscheinlich so schnell nichts mehr dran ändern. So, dann hole ich mir mal hier den Korb her. Obst und Gemüse habe ich jetzt gar nicht so viel gekauft, weil ich Samstag schon bei Edeka war und habe da so ein bisschen was nachgekauft. Genau, also wir hätten einmal eine Wassermelone, die durfte mit, die wollen wir mit an den See nehmen. Dann habe ich einmal noch so einen gemischten Salat für unser italienischer Salat. Dann für den Tortellini-Salat durfte einmal Lauch mit. Dann habe ich Lauchzwiebeln wieder gekauft, die ich auch wieder für nichts Bestimmtes brauche. Aber die kann man ja eigentlich auf fast jedes Gericht dran machen. Die schmecken einfach super lecker dazu. Was heißt dazu? Also egal, was ich mache. Oh mein Gott. Jasmin, sei besser still. Das ist furchtbar. Das ist bestimmt die Hitze, die mir in den Kopf gestiegen ist. Ja. So, dann haben wir zweimal Salatgurken. Dann habe ich einmal wieder diese Cocktail-Rispentomaten mitgenommen. Dann zum Snacken diese Mini-Pflaumentomaten. Oh, ich weiß schon immer, wohin mit. Und da kommen noch 3 Tüten insgesamt. So, dann durfte wieder mit zweimal je 3 rote Paprika. Die gehen ja bei uns auch immer. Dann habe ich so einen großen Sack Äpfel mitgenommen. Und zwar möchte ich die Tage einen Apfelstreusel backen. Und ich habe in der Vergangenheit so unfassbar viele verschiedene Apfelkuchen, Apfelstreusel, alles Mögliche durchprobiert. Und habe jetzt endlich ein Rezept gefunden, wo ich sage, das ist der allerbeste Apfelstreusel, den ich jemals gegessen habe. Und der Christian ist absolut kein Kuchenesser und der sagt, Jasmin, das ist der leckerste Kuchen, den ich jemals gegessen habe. Und das soll echt was heißen, wenn der das sagt. Und jetzt wäre natürlich meine Frage an euch, möchtet ihr, dass ich euch das Rezept abfilme? Dann sagt gerne Bescheid und würde ich das auf jeden Fall mitfilmen, beziehungsweise die Kamera mitnehmen und würde es euch in den nächsten 2-3 Wochen online stellen. Ich habe nämlich so unfassbar viele Videoideen, ich komme gerade nicht mehr hinterher mit dem Drehen, aber würde auf jeden Fall kommen, wenn ihr Interesse dran habt. Genau, also lasst mich offen wissen. So, weiter geht's. Es kommt ganz viel Kleinkruschel, aber vorher Mama gerade mal Milch, habe ich wieder insgesamt 6 Päckchen geholt, hole ich ja immer die mit 3,5% Fett. So. Jetzt kommt jede Menge kleinen Krimskrams. Zum Backen durfte zweimal Puderzucker mit. Dann habe ich hier Kuvertüre in Zartbitter. Da kommt aber gleich noch ein Päckchen. Dann hat der Christian das mitgenommen. Verschiedene Suppen von Maggi. Die waren im Angebot für 80 Cent, meine ich. Hat er jetzt einmal Buchstabensuppe, eine Hochzeitssuppe und eine Sternchensuppe mitgenommen. Dann haben wir einmal Trockenhefe, die brauche ich ja für die Pizza. Ich nehme ehrlich gesagt immer am liebsten Trockenhefe, anstatt die frische. Dann noch einmal Vanillezucker.
So, dann hat sich die Selina auch zu von Yum Yum oder Yum Yum, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt, mit Ende. Weiter geht's. Raspelschokolade dufte noch mit, ebenfalls zum Backen. Dann haben wir einmal Thunfischfilets, die brauchen wir ja auch für den italienischen Salat. Dann dufte einmal Tomatenmark mit. Dann habe ich Eispops von Busi, dieses Wassereis. Das sind einfach die leckersten, die es gibt, meiner Meinung nach. Und so ein Ding hat gerade mal 20 Kalorien, die gehen absolut klar. Die sind voll lecker. Ja, dann durften einmal Sultanien mit ebenfalls zu backen. Also ihr seht, da kommen viele Rezepte in nächster Zeit, wo ich mich gerade so unfassbar am Durchtesten bin. Und wenn ich was Gutes entdecke, dann habe ich einfach immer das Bedürfnis, dass ich es unbedingt mit euch teilen muss. Sei es bei YouTube oder auf Instagram. Ja, ich mag das einfach total gerne, euch was zu zeigen. Genau. Dann haben wir noch eine Dose Sonnenmais. Dann habe ich einmal brauner Zucker. Brauche ich ebenfalls zum Backen. Dann einmal von Reisfit unser liebster Reis, dieser spitzen Langkornreis. So, dann habe ich ein Brotkohl, das hatte ich letztens schon mal zwischendurch gekauft. Und zwar ist das so ein Dinkelbrot. Das ist ja so lecker, kann ich euch echt sehr empfehlen. Gibt es aktuell bei Netto. Dann haben wir noch so einen Buttertoast mitgenommen. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich lieber immer diese American Sandwich Vollkornteile kaufe. Die waren aber alle nicht mehr lang haltbar. Da habe ich ja auch ganz viele Tipps von euch bekommen. Vielen Dank nochmal dafür mit diesem Toastbrot. Ja, weshalb ich es nicht einfriere, weil die Sophie zum Beispiel, die isst gar kein Brot, das getoastet ist. Die möchte das immer so haben. Und meiner Meinung nach schmeckt das nicht, wenn ich es einzeln auftaue. Wenn es nicht gerade getoastet wird, ne? Und sie isst es auch ungern und deshalb, ja, gefriere ich einfach ganz selten Toastbrot ein. Bei uns schmeckt es einfach nicht mehr so gut, wie wenn es jetzt halt so ist. Warum auch immer. Genau. So, das war jetzt einmal kurz mein Handy. Oh Mann. Dann habe ich noch Schoko-Müsli-Riegel, zwei Päckchen mitgenommen, beziehungsweise Selin, damit sie immer so eine Notfall-BE hat. Braucht sie ja ab und zu mal. Genau. Dann einmal Knuspermüsli mit Butterkeksen sind da jetzt drin. Das hat sich die Selin mitgenommen. Also ihr merkt schon, ne, wenn zu viele Leute mit einkaufen gehen, es wird jedes Mal teurer. Ich kann euch nicht mal sagen, was wir bezahlt haben, weil ich bin mit dem Wagen schon raus. Der Christian hat das dann erledigt. Aber das könnten gut 120 Euro gewesen sein, würde ich schon schätzen, ja. Dann haben wir nochmal so ein Päckchen Busi-Eis. Dann hat die Selin wieder was in den Wagen geschmissen, diese wieder Yam-Yam-Nudeln, dieses Mal mit Chicken, die anderen, die waren ja mit Ente. So, dann noch eine weitere Dose Gemüsemais, brauche ich diese zweimal. Dann für den Tortellini-Salat habe ich noch einmal Salatmayonnaise gekauft, da muss so ein bisschen dran. Dann einmal passierte Tomaten, dann noch ein weiteres Päckchen Salat mit der Kuvertüre. Und ihr merkt schon, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das Zeug noch hinlegen soll. Einmal gemahlener schwarzer Pfeffer. Und dann habe ich mir wieder Kaffee geholt, und zwar Kaffee, Crema, Barista, bla bla bla, ganze Bohnen für den Kaffee-Vollautomat. Und da sind noch zwei Sachen in dieser Tüte. Einmal Backpulver und einmal schwarze Oliven, die schon im Stein sind. So, dann werde ich jetzt die allerletzte Tüte herholen. Ich glaube, das ist auch mehr wie genug. Also wenn ich gucke, wie lange meine letzten Food Hauls gingen und der heute, also das, wie gesagt, wirklich ein XXL-Einkauf. So. Aber hier ist jetzt gar nicht so viel drin, auch nichts Spektakuläres mehr. Hier haben wir jetzt drei Päckchen Eier habe ich gekauft. Weil, wie gesagt, ich ja backen will, ne? Da braucht man halt ein paar Eier. Genau, dreimal. Dann habe ich was mitgenommen, und zwar Ravioli in Tomatensauce. Ups, das war im Angebot. Ich glaube, für 1,40 Euro die Dose. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte einfach mal wieder unglaublich Bock auf Ravioli. Ich bin ja so ein Typ, ich esse überhaupt nicht gerne fertig essen, aber die Ravioli, die haben mich so angelacht heute, dass ich dachte, komm, ich nehme mal wieder was mit. Genau. Dann zum Backen ebenfalls durfte noch Kakao. Kakao mit Kakao. Oh Gott. Ich glaube, es ist besser. Ich trinke erstmal jetzt einen Kaffee. Dann habe ich noch Paniermehl gekauft für die Schnitzelchen. Insgesamt habe ich dreimal Mehl und zweimal Zucker mitgenommen. Genau. So, jetzt gucke ich mal, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, das war's. Aber ihr seht, es war ja auch echt mehr als genug, was diese Woche mir durfte. Ja, aber wir sind ja auch so Grundzutaten ausgegangen. Gerade so bei Rama, Creme Fien, Creme Fein, wie auch immer.
Für das Geld schlage ich dann ganz gerne zu, weil die sind haltbar bis November. Und falls ihr auch gerne damit kocht, kann ich euch echt empfehlen, jetzt diese Woche zuzuschlagen, weil es echt schon ein guter Preis war. Genau. So, das war es dann aber auch wirklich von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche und würde sagen, wenn ich es schaffe, sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dann, mein Lieben. Ciao.